Wo ist denn da ein Zombie? Den sehe ich aber nicht. Der steht auf der Straße. Nicht links, hier direkt weiter hinten. Du musst schon in die Ferne schauen. Ja, ich habe noch kein Fernglas wie du, du Homo. Ja, den sieht man noch ohne Fernglas. Ach, da hinten, der da läuft. Meinst du den da hinten, ne? Ja, der ist die unsichtbare Wand, fuckt ja mal richtig ab, ey. Was soll sowas denn? Oh, jetzt kommt Bram wieder. Brams unsichtbare Wände. Hast ja, und ist auf einem Feld? Ja, weiß ich nicht, kann ja sein. Das ist voll arm. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein Grund für Dennis, ein Spiel nicht zu spielen. Das ist echt ein Grund, ein Spiel nicht zu spielen. Ich finde unsichtbare Wände jetzt ehrlich gesagt gar nicht mal so schlimm. Doch, ich schon. Das macht das ganze Spielgefühl kaputt. Vor allem, wenn ich jetzt auch sterben, weil da eine unsichtbare Wand ist und ich komme nicht mehr weg. Eventuell könnte es noch an der Alpha liegen. Aber das weiß man nicht. Das kann natürlich sein. Ich glaube, Peter, wir brauchen nicht mal so einen großen Bogen machen, ey. Na, sicher ist sicher. Wobei, in Autowracks findet sich schon mal gerne was. Ja, so, mal nachgucken. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wenn da Nahrung oder so ist, lass mich die mal picken, ey. Ich hab genug. Deswegen würde ich dir den Vortritt lassen. Ja, komm, ich leuchte da mal erstmal hin hier. Zombies reagieren ja nicht auf Lampen, haben wir ja gerade gesehen. Naja, so wie das aussieht, nicht. Da steht aber einer, oder? LOL! Steht hier irgendwo einer? Okay, ich hab einen Megabug. Ich lauf auf der Welt. Okay, jetzt will ich sterben. Da liegt schon mal was. Oh ja, hammergeil, da ist ein Hut. Alter Peter, die Szene musst du auf jeden Fall bei mir in groß machen. Ich bin gesprungen und 100 Meter in die Luft gesprungen. Ist das da Wasser? Ja, da ist Wasser und hier ist Munition. Kann ich doch gar nicht mehr alles mitnehmen. Ja, werde ich schon, Alter. Hammerkrass. 100 Meter einfach in der Luft bin ich dann gestorben. Hier ist noch ein, Alter, ich dachte, du wärst gerade ein Zombie gewesen, ey. Hier ist noch ein Magazin. Oh ja. 9mm Magazin. Was ist hier noch drin? Chocolate Bar? Ne, den kann ich glaube ich selber mitnehmen. Ah, nee, kann ich nicht. Nimm mal. Ich wollte dir auch Essen geben, ich Idiot. Dabei 5 Stunden 31 Minuten. Aber geil. So bin ich. Hardy. Okay, ich glaube, da ist aber nichts mehr. Ich hab. Hier ist eine Pistole. Bin ich ein geiler Typ, dass ich die dir überlasse. Wieso nimmst du den jetzt nicht selber? Ja, du hast doch schon die Munition. Was soll ich mit einer leeren Pistole? Ach so. Oh, das ist natürlich nett. Wie komme ich denn ins Inventar? Mit I. Oh ja. Wie kann ich den denn jetzt. Alter. Warum habe ich jetzt diese komische Mucke? Venus-Slippers, die habe ich gerade auch bekommen. Alter, erstmal du. erstmal hinlegen. Nimm dir die Knarre, damit du den abschießen kannst, falls du. Wie kann ich den denn auswählen? Ja, du musst das Flashlight von deiner 2 runternehmen. Weil in die 2 kommt die sekundäre Pistole. Oben. Ach so, jetzt kann ich die Flashlight nicht mehr benutzen, oder wie? Ja, ich glaube, du kannst beides nicht gleichzeitig machen. Womit nenne ich mich denn jetzt? Tu die Flashlight einfach in dein Backpack. Und dann E gedrückt halten bei der Knarre und dann nimmst du die in die Hand, glaube ich. Okay, ich habe die jetzt auf Pistole auf 2. Okay, ich habe die Pistole jetzt ausgewählt. Dann lad mal schön nach und knall gefälligst Leute ab, wenn du die siehst. Ansonsten ist in den Autos, glaube ich, nichts mehr dran. Ich hätte ja gerade nicht nach... Lol, wo bist du? Hier liegt ein 9mm Magazin am Boden. Ja, das habe ich gerade fallen lassen, glaube ich. Dass ich nachgeladen habe. Alter, kommt das Vieh auf uns zu. Sonst muss ich gleich abknallen. Was denn los? War 136. Ja. Wieso bist du denn vom Server? Ah ja, wegen Charakter, klar. Ach so, das ist hier, also nachladen und, Nachladen und Sachen wegwerfen. Wie, no free backpack slots. Willst du mich verarschen? Ja, öffne mal I. Hast du da noch Platz? Nee, wieso habe ich denn überhaupt 2 Flashlights? Achso, nee, das ist das. Warte mal, habe ich 2 Flashlights? Okay, das Spiel ist schon mal scheiße. Aufgrund eines Bugs gestorben im ersten Spiel. Ja, in der Season sind wir noch nie am Bugs gestorben, wa? Ja, doch, aber ganz ehrlich, wenn man was rausbringt, was Neues, dann muss man ja auch an schlechten gelernt haben. Jetzt habe ich was getrunken! Ah! Ja, das ist noch die Alpha, Bram. Ja, trotzdem. Fuck mich ab, an einer unsichtbaren Wand, da springst du dann quasi drüber, fliegst 100 Meter in die Luft und in der Luft stirbst du dann auch noch. Was ist denn Chemlight White? Chemlights sind Lichter, die kannst du so wegwerfen, glaube ich, so wie Flares quasi ich, nur. Also für mich ist jetzt noch nicht ersichtlich, ob ich 2 Flashlights gerade im Inventar habe. Dann erklär mir das doch mal, wie das bei dir im Inventar aussieht. Ja, oben ist eine in dieser roten Leiste und eine unten in der weißen Leiste.
Was ist mit ganz oben, da wo Rüstung und Waffen da stehen? Da ist keine. Moment, wenn die in der roten und in der weißen ist, dann hast du zwei. Okay, wie kann ich die denn wegwerfen? Wo seid ihr eigentlich gerade? Rechtsklick, Drop Item. Wir sind gerade, Clear View davon rechts auf der Straße. Leute, das verstehe ich auch. Okay, man kann tatsächlich nicht zwei Sachen gleich, nicht die Taschenlampe und eine Waffe. Wo seid ihr denn auf der Straße? Ja, direkt auf der Höhe von Clearview. Ja, bin ich auch. Moment, das kann nicht sein. Doch? Der Höhe von Clearview. Auf der Straße. Von dem Schriftzug Clearview. Und dann ein ganzes Stück nach rechts. Ey, da ist eine Gasmaske. Ich leuchte auch Richtung dieses Panzers oder so, dass auf der Straße steht. Auto oder irgendwie sowas. Wir sind hier bei ganz vielen Autos. Moment, ist Bram noch ein Stückchen weiter in die Richtung? Was ist jetzt... Wie mongo-mäßig siehst du denn jetzt aus? Okay, die Gasmaske sieht dafür... Hat die irgendeinen Nutzen oder ist das nur optisch? Ich habe keine Ahnung. Bram müsste in die Richtung sein eigentlich. Oder, aber ich sehe den, ich sehe die Leuchten nicht. Bist du denn auch 136? Auf der Straße, aber nicht weit, also ein paar Meter nur. Du bist aber auf 136 gegangen, ne? Moment, wir müssen den ja sehen, wie wir tappen. Wie heißt du? Ich bin 0. Power Paula. Ah, okay. Moment, hier sind ja ganz viele Autos auf der Straße. Wir laufen die Straße jetzt mal Richtung Süden gerade. Da, hast du gerade geleuchtet? Leuchte die ganze Zeit. Wir leuchten auch. Du kannst die Schulterperspektive ändern. Da, ich sehe euch. Wenn die Taschenlampe auch rechts in den Zoom geht und dann Shift drückt, wechselt ihr die Seite der Schulter. Lol. Einrastfunktion. Okay. Okay, 3, 2, 1. So, da bin ich wieder. Nee, warte mal. Lass das nochmal machen, damit ich auch weiß, wann das ist. Okay. Jetzt, weil dann fange ich auch das neue Video an. Weil sonst muss ich das komplette Video durchgehen und gucken, wo hat denn der nochmal das gesagt. Du musst doch so oder so, damit du immer die geilen Perspektiven hast. Ja, aber das mache ich nicht so, dass ich jede Sekunde sehe. Möchte jemand die Gasmaske haben? Ah, ich bin mit einem blendet, wie krass das denn? Ja, tu mal her die Gasmaske, die hätte ich gerne. Ja, weil ich finde die scheiße. Warte mal, da steht. A mask put over your face to protect from inhaling airborne pollutants oder toxic gases. Okay. Kann ich gar nicht hauen? Habt ihr schon probiert? Nee, habe ich noch nicht probiert. Hau Hadi doch mal. Nein. Hadi hat allerdings eine Kanone, ich wäre da vorsichtig. Wieso hast du die eigentlich nicht gezogen? Wieso soll ich die denn ziehen? Ja, damit du schneller Leute erschießen kannst. Ich habe kein Fadenkreuz. Ja, du musst mit rechte Maustaste... Hier rechts noch nach Clearview. Ja, ich habe rechte Maustaste, aber ich habe trotzdem kein Fadenkreuz. Da muss man wohl in die... Ja, muss man in die Ego-Perspektive gehen dann. Ja, wir können auch noch Clearview... Moment, ich wollte eigentlich... Ja, komm, scheiß drauf, Clearview können wir auch noch mitnehmen. Das ist ja auf dem Weg. The Goblin View kannst du doch so nicht, das ist eine unsichtbare Wand. Wie kommst du da bestimmt hin, oder? Ja, du läufst vor. Okay, zum Schießen muss man eindeutig Perspektive. Wow. Fuck, der Bar hat ja viel gebracht. Alter Vater, wie wenig bringen denn die Essenssachen? Wollt ihr mich verarschen? Ja, jetzt habe ich wieder ganz viel Platz. Glaub, das ist halt wie nicht, weil wie viel bringt ihr mit den Schokoriegel? Na, das hab ich schon mal. Alter! Boah, der bringt aber super viel, ey. Alter, ist das blenderig. Alter, ich muss blenden. Oh, geil, Junge. Alter, Bram! Hoffentlich wirst du abgeschossen mit dem Headshot. Von Hadi. Alter, die Grillen. Peter, ich glaube, ich weiß, warum du mir die Kanone überlassen hast. Warum? Wahrscheinlich, weil du weißt, dass ich eh gleich als erster drauf gehe, dann kannst du dir die schön snacken. Pö, dann hätte ich mir die auch von Anfang an nehmen können. Aber ja, du hattest vorher dann Munition genommen, wie sinnfrei wäre das unter uns aufzuteilen. Das stimmt. Ich bin zwar der aufnimmt, aber komm. Ja. Komm, Hadi, ich will dich. Du willst mich? Na, komm. Meinst du, wir können vielleicht bumsen, um unsere Lebensanzeige zu erhöhen oder essen und trinken? Nee, die wird doch eher niedriger dann. Ich weiß ja nicht, wie du bummst. Ja, das ist dann anstrengend. Ich könnte natürlich auch mit meinem Typ deiner Esche ins Maul, ne? Den Gönzen, vielleicht erhöht kulieren. Sich dann deine Essensleiste. Die ist aber noch voll. Kannst du mal schön in den Mund dingensen. Was ist das denn da?
Oh, es wird wieder hell, oder? Das wäre aber crazy. Alter, ich glaube, wir sollten jetzt echt aufpassen, ohne Scheiß. Weil ich bin gerade, als ich mich der nächsten Siedlung genähert habe, voll weggeknallt. Okay, Dennis rennt einfach mal quer. Kann man natürlich auch machen. Warum nicht? Hier ist keiner. Ach so, das weißt du natürlich auch direkt. Die sind alle hier in Campus City, ey. Was da rumgeballert wurde, da sind die alle da. Oh. Geht denn da ab? Geile Mucke. Wieso kommst du zurück? Ich hab keine Waffe. Meinst du, ich soll meine Waffe ziehen? Okay, ich solltest du sowieso die ganze Zeit ziehen. Ja, stimmt, hier kommt die geile Mucke. Irgendjemand ist hier. Mindestens eine Person ist in der Stadt vor uns. Wir sind zu dritt mit einem, der nicht schießen kann, aber immer eine Waffe hat. Fick dich, okay. Alter, du musst dir mal die Crouch-Bewegung von Dennis angucken, als wäre er sich in die Hose geschissen hätte. Ja, und währenddessen trage ich noch einen schweren imaginären Gegenstand. Ja. Ich habe auf jeden Fall geile Handschuhe an, mit der ich meine geile Kanone halte. Ey Leute, guckt euch mal auf mein rechtes Bein, bitte. Ich habe eine Knarre im Halter. Tatsache. Aber ja, okay. Alter, das Spiel fuckt mich jetzt gerade ab. Ja, das ist jetzt aber auch echt eine Sache, die voll wichtig ist. Die ist voll scheiße, das ist total die Atmosphäre. Da hinten liegen wir gerade. Wer lief da gerade? Da liegen Zombies. Zwei Stück liegen da auf der Straße. Ich glaube, in das Haus rechts können wir nicht rein. Nee, da vorne erstmal, das sieht aus wie ein Supermarkt, ja genau. Ja, aber schon da kommt einer Geräusch. Von so. Alter! Alter, was ist das für ein Geräusch? Habt ihr das auch? Ja. Alter, der Zombie da vorne, guck doch mal, nachher sieht der uns. Ja, bleib doch mal geschmeidig. Alter, soll ich den abknallen? Nein! Alter, jetzt crouch schon mal weiter und hör auf so rumzubrüllen. Alter, die macht aber schon voll die Geräusche, der hat uns gesehen. Glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Wenn die dich gesehen hat, siehst du das schon, dann rennt die auf dich zu. Wo rennt Bram denn jetzt hin? Um den Zaun rum. Wo ist Peter? Peter. Hinter euch. Oh mein Gott. Nicht mich abknallen, by the way. Aber was sind wir denn hier jetzt für den fetten Umweg gelaufen? Ja, habe ich mir aber auch gerade gefragt. Ja, das wusste ja keiner von uns. Achso, oh, dass man an den Leuten vorbeilaufen kann. Da ist die Mucke wieder. Pow! Ja, gut, dass du gerade voll in meinem Fadenkreuz läufst, ey. Ja. Wenn ich einen nervösen Zeigefinger hab, ey. Kann man hier eigentlich auf die Dächer drauf? Ich weiß es nicht. Ich guck die ganze Zeit mit dem Fernglas durch die Gegend, aber ich hab noch keinen gesehen. Wie machen wir das eigentlich, wenn so Gegenstände stackable sind, mit dem Aufteilen und so? Ja, wir sollten gucken, dass jeder ein bisschen was zu essen und zu trinken hat, auf jeden Fall. Ja, das stimmt wohl, das sollte man echt ausgleichen. Also das hat bei DC auch noch nie richtig funktioniert, aber da hatten wir noch nie so einen Mitspieler, der dem anderen nichts gönnt. Was soll das denn heißen? Dazu heißt, du bist jemand, der anderen nichts gönnt. Das stimmt nicht, aber nicht in Spielen, wenn wir irgendwie hier so... Doch, das hast du gesagt. Wir haben das Videoaufnahme als Beweis. Ja, aber wir haben über Geld geredet. Nee, generell über Gönnen haben wir geredet. Alter, das dauert mir zu lange mit dem Crouchen, ey. Ja, super, Adi. Das sagst du in der Zombie-Apokalypse dann auch. Ja, dauert mir zu lange, ich renn lieber. Wo ist der Peter eigentlich? Auf deiner Höhe, da. Direkt neben dir. Wieso crouchst du eigentlich schneller als ich? Was soll das? Ich bin gerade auch gerannt. Du bist doch ein Homo, ey. Dennis, du siehst da rechts von dir den Zombie, ne? Ja, und ich auch links die Zombies. Nicht, dass ich den erschießen muss, ey. Ja, schießen doch nur auf Umfe. Ich glaube, da wurde Dennis gesehen. Dennis, ja, das glaube ich allerdings auch. Dennis, guck mal nach links, du Mongo. Ja, bin ich. Boah, wie Peter am Crouchen ist, der Feichling. Ja, toll, jetzt hat er sie alle gepullt, ey, der Mongo. Alter. Ich hab mal geschmeißen. Wo ist der Bram denn jetzt hingelaufen? Ich wurde auch gesehen. Liegst du da auf dem Ding drauf? Alter, der kommt auf mich zugerannt! Peter, wo bist du denn? Ich bin hier bei dir. Ich komm auf dich. Wohin laufen wir denn jetzt? Weiß ich nicht, in den Supermarkt. Da bist du Feuerwache. Hadi, du musst, glaube ich, nachher einen oder anderen töten. Alter, die schreien hinter mir!